Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde. Clashy. Auf jeden Fall. Nein! Auf den Bergwerk Server. Auf dem Bergwerk. Warum mache ich jetzt so eine Bergwerk Scheiße? Es ist sehr heiß in Deutschland. Und ich falle wieder runter, weil ich dehydriert bin. Oh, shit. Ich geh's mal langsam an, ne? Ja. Zack! Bams! Checkpoint 1. Ich rasiere hier gerade richtig, ey. Mit was? Mit Shampoo und Rasiergel. Okay. Alright, okay. Alright, okay. Liebe Leute. Geil. Schaut auf unserem Kanal vorbei, wenn ihr ein Best-of von Manuel sehen wollt. German Let's Play. Geschnitten von mir. GLP. .tv. Wenn ich es nicht vergesse, dann mache ich jetzt ganz viele GLP.tv Dinger rein. Aber ich denke mal, ich vergesse das. Aber nee, kann ich eigentlich gar nicht vergessen, weil während ich schneide, schaue ich mir das ganze Video eigentlich komplett nochmal an, um zu wissen, wie ich die Musik schneiden muss, wenn ich mal auffällig die Musik schneide. Was eher selten vorkommt, aber wenn ich das mache, dann gucke ich mir auf jeden Fall ständig dieses Video an. Nein! Und wenn es hochgeladen ist, schaust du mir es eh auch nochmal an, um zu gucken, ob irgendwelche Fehler dabei gekommen sind oder so. Ja. Denn auch, ob YouTube das Video auch dann in gute Qualität ausstrahlt oder ob das in eine Scheißqualität kommt. Ja, das ist zum Beispiel bei mir immer, wenn ich irgendwie... Ja, das ist das Video, das Best of auch. Ach ja, wie gesagt, das ist ein Best of von Juni, also diesen Monat, den gestrigen Monat. Wir nehmen das Video immer eigentlich heute auf, nur halt sehr früh heute. Ja, die Nacht davor. Nein, ich komme diesen Part nicht. Wie weit bist du? Bist schon fertig? Ja, so gut, ne? Ja. Warte aber da ein bisschen, ne? Damit ich das wenigstens auch noch schaffe. Ja, okay, ne? Ist klar, du bist ja jetzt schon drin, ey. Nein! Ja, ist doch letzter Part. Voll nicht. Ach, hier gibt's ja 8, ne? Ich weiß gar nicht. Doch, hier gibt's 8. Ja, du musst doch sehen, ob da steht 5 von 8. Ich achte darauf nicht. Bams, bams. Oh, nein! Ja. Nein! Och man, ich hing im Spinnennetz. Oh. Und das ist runtergeflogen. Oh. Hm. Oh. So, so traurig. Na, Svenja, Bubble Pizza ist da. Boah, wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ich will diese Geduld, ne? Es ist so heiß, es ist spät. Und du hast keine Ausreden. Mir ist voll warm, ey. Mein Zimmer ist auf dem Dachboden. Könnt ihr euch mal bitte vorstellen, wie heiß es einfach in diesem Zimmer hier gerade ist? Und vor allen Dingen ist mein Zimmer hinten raus, Michelle, das ist wo den ganzen Tag diese pralle Sonne aus Fenster scheint. Das interessiert mich aber und ich möchte darüber reden. Ich muss auch ein bisschen meine Gefühle zeigen. Ja, man merkt vielleicht, geil. Diese Hitze, diese Uhrzeit macht mich ein bisschen verrückt. Ich habe nichts genommen. Eigentlich auch nur bei dir, ne? Bei mir. Ja, ich habe ja auch gesagt, macht mich verrückt. Ich habe nicht gedacht, dass sie uns verrückt macht. Doch. So. Nächster Checkpoint. Ich habe mal so eine kleine Frage an euch Leute, ne? Ich habe so, ebenso haben wir so ein bisschen Jump League gespielt, ne? Da hast du gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn wir so eine Challenge machen, die heißt die Zwillings-Challenge? Ich bin schon da, ne? Ja, warte. Warte wenigstens, bis ich bei 7 bin. Ja, ich stehe vor den Platten. Schön. Dann habe ich gedacht, dass wir vielleicht so eine Zwillings-Challenge machen. Das heißt, wir müssen uns gleich equippen, gleich alles... So haben die Schwerten. Ja, wie das typisch Klischee ist, dass Zwillinge immer gleich aussehen. Ja. Gleich gekleidet und alles mögliche. Ja. Und hab ich gedacht, vielleicht, wenn ihr Bock habt, sollen wir mal sowas machen, so Art Challenges in Jump League oder Bad Wars vielleicht auch. Das ist natürlich dann, wie viele auch so nachgemacht. Kann sein, muss aber auch nicht. Ja, aber das ist doch Schwachsinn, weil Challenges gibt es immer. Milliarden, ja, und es gibt auch Milliarden Challenge-Arten. Weil viele deswegen machen eine Bad Wars Challenge, dann machen die in Survival Games vielleicht eine Challenge oder so. Was weiß ich. Man kann überall eine Challenge machen, das ist auch nicht geklaut. Das ist auch nicht geklaut, weil Challenges, guck mal, wie viele Beauty-YouTuber irgendwelche Challenges machen. Oder so kannst du ja auch sagen, es ist geklaut. Obwohl jeder kann Text machen. Genauso wie auch Challenges. Und da sind wir auf dem Ziel. Oh Gott, die anderen sind ja gar nicht so weit. Oh Gott. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt so schnell reingegangen sind, aber. Ich hätte erst das Leben. Musst du erstmal hier noch stundenlang stehen, ne? Ja.
Dann schauen wir doch mal ein bisschen, wo die sind. Wir könnten natürlich... Ach, es ist nur noch einer da. Ja, aber der komischerweise wird dann angeteilt, der andere. Ach, ja, das ist immer so, weil die halt hier drin waren. Ja, dann schreiben wir mal... Nicer Dicer. Ja, ich würde dann sagen, sollen wir noch einen dranhängen, oder... Wie lange hast du denn schon aufgenommen, ne, Michael? Warte, wir würden nicht ausfahren. Ich guck schnell. 5 Minuten. Wir lassen einen da dranhängen. Dann sehen wir uns gleich. Willkommen zurück! Und so, da bin ich schon. Eine neue Runde Flash. Auf der Mac. Auf der Map. Contrast. Contrast, das ist bestimmt ein Scherz. Das kannst du sagen, wie du willst, aber das stimmt nicht. Was da denkt die einfach, stimmt? Den ersten Checkpoint zu machen. Natürlich. Oh, ich bleib ein bisschen hängig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, this is so amazing. Schon diese Uhrzeit, ne? Und diese Hitze, die ist nicht gut für uns. Ja, mach alles, doch, alles mach doch 100 gut. Checkpoints auf einmal. Ich mach gleich den dritten, pass auf. Ich hasse den hier, ne? Ich auch. Ich geht den immer nur so durch. Solange man sich hier nicht schlagen kann, ne? Ich hatte das eigentlich normal. Geil! Geil! Du musst dich gleich übertreiben, nicht? Nein, das war das, Mann! Oh Gott, die Nachbarn, Alter. Welche Nachbarn? Welche Nachbarn? Wohl die ganzen Omas, die hier wohnen, ey. Ist doch so, jeder Nachbar bei uns ist eine Oma. Ist doch nein, so. Ich hab kein Gas gegeben. Die eine ist so 70 oder so. Und die andere ist so an den über 90, ey. Bist du scheu, die ist 85 oder so. Bist du doof? Die hier links von mir. Links? Achso, diese, meinst du die? Ja, und die andere ist schon längst tot. Die mit dem Fahrrad, diese links. Ja, die ist so 70. Die Mutter von der ist doch beim Autounfall gestorben. Ja. Boah, Gott. Das Schlimmste ist auch noch, das war so richtig schlimm, weil... Ja, Michelle, interessiert mich. Gerade zu der Kommunion von ihrem Enkel... Einschulung. Ah ja, Einschulung war das. Gegangen und ist dann dabei auf dem Weg dahin überfahren worden. Ey, richtig übertrieben, ey. Voll schlimm. Diese Vorstellung einfach, ey. Ja, so ist das Leben. Ja. Man kann es halt nicht. Aber jetzt weg von dem traurigen Thema, sondern zu einem glücklichen Thema, Geburt. Mensch, jetzt. Oh, ich hab diesen Part hier nicht mehr. Da will ich ja nur mal erwähnen, ich habe noch nie eine Geburt miterlebt. Also ich weiß natürlich nicht dabei oder so, aber ich habe auch noch nie, ja keine Ahnung, ich habe meinen Michelle, Onkel, halt einfach die Klappe, unser Onkel hat halt ein Kind bekommen, vor 5 Jahren bestimmt schon jetzt, ne? Wie alt ist die jetzt? Ich glaube auch 5 oder 4. Ja, und ja, er wohnt halt etwas weiter weg und deswegen haben wir die relativ spät gesehen. Ich habe die eigentlich als Baby nie gesehen. Doch, als sie so 7 Monate alt war oder so, habe ich die gesehen. Ja. Aber vorher auch nicht. Das ist echt ein interessantes Thema, Michelle, was du hier laberst. Es ist zu spät und die sind die ganz schönen Kerzen. Es ist zu spät. Passt aber ein bisschen, ne, diese Kerzen jetzt gerade hier. Wow! Wow, was hab ich gemacht, Alter? Oh mein Gott! Das ist so amazing! Ich bin gerade in dieser Dunkelheit einfach durchgesprintet. So. Ich auch! Ich hab das gar nicht. Also, ich hab das nicht mehr. Oi, Mosseri! Entschuldigung, Leute, diese Uhrzeit! Was soll das denn? Oh, Mosseri! Mosseri, hab ich gesagt, ja? Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn das überhaupt irgendwas bedeutet. Ich denk mal eher. Oh, was mach ich denn? Es ist so spät, dass du zurückgehst. Alter, man denkt voll, wir sind voll auf Drogen oder auf Alkohol, ey. Da haben wir wirklich nichts genommen. Und durch diesen Shader kann ich übrigens alles hier irgendwie sehen. Ja, ist ja geil, du. Matiko. Du nicht, ne? Ah, du hast ja gar keinen Shader. Du kannst ja gar keinen nehmen, außer wenn du 10 FPS haben willst. Oh mein, das Video kannst du schon voll auf Crack oder so, ey. Wundert also euch nicht, wenn dieser Titel gerade so komisch ist. Titel Deutschland. Bams! Bam. Oh, er hat es diesmal sehr weit geschafft. Schauen wir doch mal zu, bei ihm. Oh, okay. Er ist gerade bei diesen, mit den Leitern.
Schreib mal, du schaffst das per... So. Komm, Junge, das ist nicht mehr weit. Gut. Gut, Junge. Ich seh den gar nicht. Ich feuer den an. Spring. Immer, immer sprinten. Sprint, sprint, sprint. Perfekt. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Ich seh gar nicht. Ich seh den gar nicht. Ja, der ist schon ganz weit vorne. So, letzte Teil. Komm, 24 Sekunden. Nein, der fliegt runter. Beeil dich, Junge. Sprint nicht zu doll. Per, per. Nicht so oft. Sprint. Er ist gut durch hier, Michelle. Nein, er ist wieder zurück. Er schafft das nicht, er schafft das nicht. Er schafft das nicht. Ja, jetzt hat er den guten... Ah, Mann, schade. Ich schreibe lieber nichts dazu. Es war eine ganz gute Runde. Schade. Oh, ist der hier? Nee, der hat keine Premium. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr solcher bekloppten Videos sehen wollt, schaut auf unseren Kanal vorbei. Oh, ich bin fast runter. Hui! Und ich bin runtergeflogen. Wollt ihr mal ein bisschen hiervon sehen? Durch den Premium. Oh, ich fahre mit der Bahn. Nein, das wollen wir nicht. Hopp. Kann ich nicht. Okay. Oh, liebe Leute, es ist ein bisschen sehr laut. Ich hoffe, das hört man noch alles. Kann ich absteigen? Ah, ich kann sogar absteigen. Okay. Ja, dann freut euch des Lebens, dass wir uns morgen wiedersehen. Oder heute Abend. Macht einen Freudentanz. Wenn das Video auch immer kommt. Macht einen Freudentanz. Tschüss. Tschüss.